Auf dieses Windkraftwerk blickt im Moment die gesamte Branche. Es ist weltweit das erste mit Rotorblättern aus Holz. Entwickelt von einem Start-up aus Hessen. Das war ein langer Weg und jetzt hier die in real life zu sehen, ist natürlich was ganz Besonderes. Und das erfüllt uns alle mit Stolz und mich besonders natürlich auch. Auch wenn man es auf den ersten Blick nicht sieht. Unter der glatten Oberfläche steckt Holz. Die Flügel treiben eine Windkraftanlage im nordhessischen Bräuna an. Damit ist ein entscheidender Durchbruch gelungen. Entwickelt hat sie Firmengründer Tom Siegmann mit seinem Team. Bis jetzt sind wir sehr zufrieden. Alles läuft, wie es geplant wurde. Wir hatten bei der Installation natürlich die eine oder andere Herausforderung. Da hat nicht alles auf Anhieb gepasst, aber auch das war schnell zu beheben. Die Blätter wurden auch schon das erste Mal überprüft, begutachtet und wir haben nichts Besonderes feststellen können. Anfang Mai wurden die 20 Meter langen Flügel an der Windkraftanlage installiert. Sie ist zu 99% recycelbar, ein großer Vorteil gegenüber herkömmlichen Rotorblättern. Die bestehen meistens aus Glas und Kohlefasern und sind mit Epoxidharz verklebt. Bislang gibt es keine Recyclingmöglichkeit. Aus diesem Grund werden sie zerteilt und auf Deponien gelagert. Die Blätter von Wooden Blade werden in Kiel gefräst. Ihre Herstellung aus laminiertem Fichten-Furnierschichtholz soll 87% weniger CO2-Emissionen verursachen. Es scheint, als hätte man die perfekte Rotorblätter-Zukunft erfunden. Professor Werner Seim leitet an der Universität Kassel das Fachgebiet Bauwerkserhaltung und Holzbau. Er weiß, was mit Holz möglich ist, aber auch, welche Schwächen es hat. Holz ist ein natürlich gewachsener Baustoff und damit natürlich auch Teil eines biologischen Kreislaufes. Das heißt, Holz ist Nahrungsquelle für Pilze und Insekten. Und genau darin besteht die Herausforderung, dass wir die Dauerhaftigkeit des Holzes dadurch erreichen müssen, dass wir Pilze und Insekten fernhalten. Zum Beispiel mit Beschichtung. In Nordhessen zeigt sich am Beispiel der ersten Windkraftanlage mit Rotorholzflügeln ein Vorteil des Wooden Blade Systems. Die Windkraftanlage gehört zur ersten Generation, sie ist schon 27 Jahre alt und wurde jetzt mit den Rotorblättern modernisiert. Die Blätter sollen mindestens 25 Jahre lang halten und im Anschluss wiederverwertet werden können. Zum Beispiel, indem man sie schreddert und daraus Pressspanplatten macht. Jetzt muss Tom Siegmann sein Startup auch wirtschaftlich fit machen. Für die Zukunft. Jetzt müssen wir natürlich auch wie andere Startups für den nächsten Entwicklungsschritt Geld suchen. Und ja, das ist manchmal schwieriger, manchmal einfacher. Aber ich denke, wir haben echt ein cooles Projekt, was viele Investoren begeistern kann. Nach den bislang erfolgreichen Tests mit den 20 Meter langen Blättern sind Tom Siegmann und sein Team gerade dabei, den nächsten Schritt zu gehen. 80 Meter lange Blätter. Sollten auch sie sich im Test bewähren, könnte 2028 die erste voll funktionstüchtige Produktionslinie in Betrieb gehen.